Hallo und herzlich willkommen auf Midi-Bending Channel. Wir kümmern uns heute wieder um alle Artefakte in den Helix-Rissen für Assassin's Creed Unity. Du bekommst hier den ultimativen Guide. Unsere Belohnung, wenn wir alle 24 Artefakte in den Helix-Rissen finden, ist die Altair-Montur, die wir hier im Screen sehen. Es gibt zwar noch weitere Belohnungen, auf das Thema gehe ich am Ende des Videos noch genauer ein. Wir müssen nicht alle Artefakte für die Altair-Montur einsammeln, sondern müssen nur die Artefakte in den Helix-Rissen einsammeln. In der Gesamtsynchronizität werden die Artefakte in den Helix-Rissen unter Artefakte in Bezirken geordnet geführt. Die ersten beiden Helix-Risse schalten wir nach der Story-Sequenz 3-3 frei, die nächsten ab Sequenz 7-4 und die letzten nach der Serverbrücke Sequenz 11-3. Also immer wenn du eine Serverbrücke gespielt hast, schaltest du eine Helix-Riss-Mission frei. Wir sehen gerade in die Serverbrücke 3-3. Ich habe das Ganze chronologisch geordnet, da wir jetzt gleich die Bella Tornado und Datenausbeute spielen. Die schalten wir jetzt hier durch frei. Wenn du die Serverbrücke Sequenz 3-3 gespielt hast, dann findest du hier im Palais de Justice zwei neue Helix-Risse. Ab jetzt können wir die ersten 8 Artefakte in den Helix-Rissen jagen gehen. Wenn wir eine der Missionen zum ersten Mal spielen, werden wir natürlich mit einem Tutorial eingeführt. Und jetzt starten wir die Artefaktejagd in der Bella Epoque Datenausbeute. Versuch so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden. Jeder Helix-Riss hat fest zugewiesene Artefakte. Pro Lauf wird immer nur ein Artefakt angezeigt oder in die gespielte Map eingeladen. Beispielsweise hat diese Map 4 Artefakte, aber mir wird pro Lauf immer nur ein Artefakt angezeigt. Ich kann also nicht diese Map spielen und alle 4 in einem Lauf einsammeln. Im Idealfall muss ich die Mission mindestens 4-mal spielen für 4 Artefakte. Keine der Missionen hat weniger als 3 Artefakte oder mehr als 4 Artefakte. Also immer nur 3 oder 4 Artefakte pro Mission. Jede Helix-Risskarte hat fest verortete Stellen, wo wir zufallsbasiert die gesuchten Artefakte finden können. Diese Orte, diese Stellen der Map sind immer gleich. Und da haben wir auch gleich ein Artefakt und das ist unser erstes Artefakt hier in der Bella Epoque. Karte an dieser Stelle ist ein Spot, wo du ein Artefakt finden kannst. Aber zurück zum Spielprinzip der Helix-Risse. Wir waren bei diese Orte, Stellen in der Map sind immer gleich. Das bedeutet, spielen wir eine Helix-Riss-Mission, dann laufen wir diese Stellen in der Map ab, um zu sehen, wo sich das gesuchte Artefakt befindet. Ich muss also die Stellen finden, auswendig lernen oder ich benutze den Midi-Benny-Guide, der mir die Stellen in diesem YouTube-Video zeigt. Über die Videobeschreibung findest du Kapitelmarker zu den jeweils gesuchten Artefakt. Beim nächsten Lauf wird mir das Artefakt an einer anderen Position der 4 möglichen Stellen angezeigt. Bei dieser Bella Epoque sind es 4. Wenn ich ein Artefakt einsammle, hinterlässt es einen virtuellen Abdruck. Wenn ich die Mission neu starte und mir direkt bei einer Stelle am Startpunkt ein virtueller Abdruck begegnet, dann kann ich die Mission auch gleich abbrechen und neu einladen. Da ich dadurch das Zufallprinzip beeinflussen möchte, damit mir das Artefakt an einer anderen Stelle angezeigt wird und weil es nicht mehr als ein Artefakt pro Spielrunde in einer Map geben kann und weil ich ihn schon als virtuellen Abdruck gefunden habe. Das Zufallsprinzip können wir auch beeinflussen. Das sehen wir genauer unter Minute 9 erklärt. Aber soweit die verschiedenen Variationen der Map können wir beeinflussen, indem wir den gespielten Run abschließen, also durch das Portal gehen oder uns selbst umbringen, also sterben. Das hat übrigens den Vorteil, dass der Spieler seine verschossene Munition nicht verliert. Oder wir nutzen über das Joypad über Start die Funktion den letzten Checkpoint erneut spielen. Dadurch wird die Map auch neu eingeladen und wir bekommen dadurch andere Variationen. Oder wir beenden die Mission und kehren nach Paris zurück und von dort aus wird die Mission neu gestartet. Diese Daten könnten uns vielleicht nützlich sein. Das sehen wir jetzt hier an dem Screen, also erneut spielen oder zurück zu Helix,
zurück zur Helix bedeutet, nach Paris zurückkehren. Und von dort aus können wir die Mission neu starten. Noch ein Puzzlestück. Gut gemacht. Diese Daten stammen aus den Tiefen der Helix. Gut gemacht. Okay, soweit zum Spielprinzip. Wir haben jetzt zwei Artefakte in Bella Epoque eingesammelt. Wir suchen jetzt das dritte. Und das vorletzte in dieser Datenausbeute-Mission. Da unten wäre einer. Hier links unten wäre auch ein Artefakt, allerdings in der Tornado-Mission. Deswegen checke ich hier nochmal die Lage. Ich brauche noch ein Artefakt. Und wie erklärt, suche ich jetzt alle Stellen ab, die mir so ein Artefakt bieten können. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Es gibt zwei Innenhöfe. Die Map zwischen der Bella Epoque Datenausbeute-Mission und der Tornado-Mission sind ziemlich gleich. Nur der Startpunkt am Innenhof ist spiegelverkehrt. Also man startet dann bei der Tornado-Mission. Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. Am anderen Innenhof. Also hier bei der Suche habe ich das hin und wieder mal verwechselt. Deswegen suche ich manchmal an den falschen Stellen. Gut, unsere Techniker werden die Daten sofort analysieren. Wenn dem so ist, dann habe ich den Rückweg zum Portal genommen, damit du den Weg auch nachvollziehen kannst. Okay, hier an der Häuserwand, das wusste ich, ist noch einer. Zusammen. Schnell. Und hier war mein letzter. Da ist also das Artefakt, das letzte hier in der Bella Epoque Datenausbeute. Und ich nehme jetzt den Weg zurück zum Portal, damit du sehen kannst, also das ist ein gerader Weg vom Portal aus in der Datenausbeute Bella Epoque, wenn du geradeaus läufst bis zum Ende. Je mehr Daten du sammelst, desto höher fällt deine Belohnung aus. Aber der Assassine hat oberste Priorität. Okay, jetzt sammeln wir das letzte in der Bella Epoque Mission ein und ich check wieder den Innenhof ab, um zu sehen, ob hier irgendwo einen virtuellen, ob ich hier einen virtuellen Abdruck finde. Und nein, ich habe sogar das letzte gesuchte Artefakt hier an der Häuserwand gefunden. Ups. Ach, das ist ein Baum vor, deswegen kann ich nicht schießen. Stirb wie ein Mann! Das du bereust! So, beim Suchen und Erklären und Aufnahme für das Video sind die Gegner natürlich ziemlich nervig. Aber es geht noch schlimmer. In der Tornado-Mission, die wir gleich spielen. Guck mich mal hier um, damit du dich orientieren kannst. Also hier ist so ein Sonnenschirm und ein gelbes Plakat mit roter Schrift. Also gar nicht weit vom Portal entfernt. Das nutze ich jetzt mal, damit du dich besser orientieren kannst. So, wir sind bei Minute 9 angekommen. Also hier sind nochmal die Möglichkeiten, wie man die anderen Variationen einlädt. Man bringt sich einfach selber um oder man schließt die Mission einfach über das Portal ab und startet neu. Oder man kehrt nach Paris zurück zur Helix und lädt, wie jetzt hier im Bild gezeigt, die Mission neu ein über Paris. Oder wir drücken den Start-Button an unserem Joypad und machen das über letzten Checkpoint laden oder Erinnerung neu starten, Mission beenden. Das können wir auch alles machen von hier aus. Versuch so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden.
Dann starten wir die Bella Tornado Mission. Hier ist ordentlich was los. Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. Also wie gesagt, wir sind jetzt spiegelverkehrt am anderen Innenhof gestartet und wir brauchen alle Daten, die wir finden können. Die Map ist ziemlich gleich und ich check jetzt mal hier dieses schwarze Schild mit weißer Schrift an der Häuserwand. In der Gasse war auch ein Artefakt, das ist jetzt nicht da. Also gehen wir weiter zum nächsten. Auch an diesen Häuserwänden von den Schornsteinen, da muss auch irgendwo ein Artefakt sein. Und das ist auch das erste, was wir gefunden haben. Also wir haben ein Artefakt im Innenhof, eine in der Gasse und einen hier bei den Schornsteinen an der Wand auf dem Dach. Und ja, ich schaue noch mal in den Innenhof, damit du dich orientieren kannst. Ich gehe jetzt zum Portal runter, damit du ungefähr den Weg abschätzen kannst. Aber wir haben ja jetzt hier eine neue Map und laden alles neu ein. So viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden. Also vom Startpunkt direkt geradeaus sehen wir das Portal, den Ausgang. Ich drehe mich um und check hier den Innenhof ab, ob ich irgendwo einen virtuellen Abdruck sehe oder sogar das Artefakt. Gute Arbeit. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser. Da ist wieder das Schild oder dieses schwarze Schild mit weißer Schrift. Da ist keins. Die Häuserwand, den Schornstein. Ist auch nichts. Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. Dann wollte ich das Artefakt am Schornstein hier am Rande einsammeln, aber dann fällt mir ein, dass das ja hier spiegelverkehrt ist. Und deswegen gehe ich jetzt zum anderen Innenhof, um da nochmal alles abzuchecken. Denn da müsste eine Gasse sein. Also beim Durchgang ist einer in der Gasse. Und genau da sehe ich das auch gerade. Da haben wir das Artefakt am Seilaufzug. Okay, kennen wir schon aus Bella Epoche Datenausbeute. Hier ist jetzt ein Tornado, das Artefakt am Seilaufzug. Wir zählen auf dich, rette unseren Agenten. Er ist irgendwo in dieser Simulation. Wir suchen das dritte Artefakt in der Tornado-Mission. Ich drehe mich sofort um zum Innenhof, weil ich weiß, dass irgendwo im Innenhof hier bei dem schwarzen Schild noch ein Artefakt sein muss, was ich suche. Aber ist es nicht. Dann weiß ich jetzt nicht genau, welche Mission mir hier eingeladen wird. Deswegen gehe ich zum anderen Innenhof. Dort müsste in der Gasse noch ein Artefakt sein. Gute Arbeit. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser. Da vorne geradeaus in dieser Gasse. Toller Fund. Ich check jetzt hier nochmal die anderen Stellen ab. Hier beim Hauptzug. Ob da ein virtueller Abdruck ist, ist aber nicht. Also sind wir gut dabei. Und dann, also kein Abdruck beim Aufzug, aber hier genau in der Gasse drinne. Hier haben wir 7 von 8 in der Bella-Mission. Maßgeschneiderter Phantommantel ist eine Belohnung, die wir bekommen haben.
Dann gehen wir zum Ausgang und laden nochmal direkt von Paris aus ein, weil mir die letzte Variation 4 von 4 für mich an der Stelle nicht gekommen ist. Je mehr Daten du sammelst, desto höher fällt deine Belohnung aus. Aber der Assassine hat oberste Priorität. Und hier ein erneuter Versuch, direkt vom Startpunkt direkt runter zum Innenhof. Das schwarze Schild mit der weißen Schrift. Und da ist auch das Artefakt, was wir gesucht haben. Naja, von oben sieht es schwarz aus. Schwarzes Schild. Das ist echt laut und nervig. Die neueren Assassin's Creed Spiele haben so einen Audio-Dynamikbereich. Da kann man die Intensität des Audios einstellen. Das gab es damals nicht in Unity und von dem her bin ich jetzt endlich froh, diesen Krach hinter mir zu haben. Also, Bella ist okay. Haben wir 8 von 8 eingesammelt. Dann geht es jetzt weiter zum nächsten. Damit wir das besetzte Paris spielen können, so heißt sie, müssen wir erstmal Sequenz 7, 8 abschließen. Wer ist denn? Dein Ausgang. Beeilung. Danach können wir die Mission hier oben in dem Tempelbezirk finden. Und wir haben jetzt hier sogar 3 Stück. Wir fangen an mit dem besetzten Paris Datenausbeute. Wir dachten, wir hätten diesen Assassinen für immer verloren. Sein Leben liegt in deinen Händen. Finde ihn. Das hat insgesamt 3 Artefakte. Und ist, finde ich, das einfachste, denn ein Artefakt ist genau im Zentrum, am Restaurant. Noch ein Puzzlestück. Gut gemacht. Und 2 sind am Flügel vom Heck des Zeppelins. Und ja, vom Start aus gibt es ein Artefakt wieder, was wir hier abchecken können und einsammeln können. Es gibt, glaube ich, so 5 Zeppeline und direkt am Start sind 2. Auf der anderen Seite gegenüberliegend von der Plattform sind nochmal 2 und verbunden wird das mit einem dritten Zeppelin. Und die beiden Artefakte finden wir an dem Zeppelin von der Startposition und genau gegenüber an dem Zeppelin. Je mehr Daten du sammelst, desto höher fällt deine Belohnung aus. Aber der Assassine hat oberste Priorität. Auf der anderen Seite von diesem Plateau, genau gegenüber. Gut gemacht. Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. An dem nächsten Zeppelin. Und da kann man ganz gut die Zeppeline ablaufen. Toller. So, ich check jetzt hier, ob hier ein virtueller Abdruck ist. Ist aber nicht. Und dann geht es weiter. Dann werde ich jetzt einen Weg in die Mitte finden, um zu gucken, ob das vom Restaurant irgendwo da ist. Hier ist so eine... Ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Restaurant. Und daneben ist irgendwie so, ja, was ähnliches wie ein Restaurant, wo Leute sitzen können. Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. Okay, also hier in der Mitte ist es nicht, dann geht's weiter zu den Zeppeline. Auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite. Lauf den Heck ab. Also hier ist nichts. Moment, Entschlüsselung. Ah, da am Heck ist das. Mach weiter so gute Arbeit. Gefunden.
zweiten am Berg zum Lied. Hier gefunden und weiter geht es zum nächsten, den dritten. Und jetzt bleibt nur noch ein Ort übrig in der Mitte. Wir dachten, wir hätten diesen Assassinen für immer verloren. Sein Leben liegt in deinen Händen. Finde ihn. Vom Restaurant. Gut gemacht. Okay, also ich check hier nochmal alle Zeppeline ab, damit ihr sehen könnt, wie die so aufgeteilt sind. Und check die ab, ob mir ein virtueller Abdruck hier irgendwo angezeigt wird, weil ich mit meinem Adlerauge eben in der Mitte nichts gesehen habe, aber vielleicht habe ich ja auch was übersehen. Ist hier tatsächlich in der Mitte da? Ist ein Artefakt im Helixriss. Hier am Restaurant sammeln wir das ein. Ist ziemlich gut zu finden. Es gibt das gleiche nochmal als Version ohne Zeppeline. Das ist das besetzte Paris-Turm. Da haben wir dann keine Zeppeline. Je mehr Daten du sammelst, desto höher fällt deine Belohnung aus. Aber der Assassine hat oberste Priorität. Und hier gibt es auch drei Artefakte und das eine ist, wenn man links rumläuft und das andere, wenn man rechts rum die Treppe nimmt und jeweils... Gut, unsere Techniker werden die Daten sofort analysieren. Den ersten Bereich, hier diesen Steg, den man läuft, kann man ignorieren, weitergehen, hinten um die Kurve und dann hat man das Artefakt gefunden. Genauso ist es, wenn man von einer Startposition die andere Seite läuft, ersten Steg ignorieren, weiter um die Kurve und dann hat man das zweite Artefakt gefunden. Und dann gibt es noch ein Artefakt mitten im Zentrum. Das wird uns weiterhelfen. Ich glaube, das ist wieder so ein Restaurant. Ich versuche jetzt hier das Restaurantteil irgendwie abzuchecken und irgendwie mein Adlerauge so zu benutzen, dass mir das irgendwie durch die Wände durchschimmert, aber mir ist doch da hinten, habe ich es gesehen, da schimmert es durch. Also, ich laufe hier unten lang, weil ich das Artefakt dieses hier gesucht habe. Dann schauen wir uns die beiden spiegelverkehrten Artefakte an. Von der Startposition links oder rechts rumlaufen. Wir zählen auf dich, rette unseren Agenten. Er ist irgendwo in dieser Simulation. So. Gute Arbeit. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser. Wir sind gestartet und ich habe die rechte Version genommen. Also ich laufe bei diesem Steg einfach rüber. Und beim nächsten Steg, da haben wir schon das Artefakt. Das sieht alles ziemlich ähnlich aus, aber wir können es an den Kisten erkennen. Das eine Artefakt hat einen kleinen, ja, Kistenstapel. Das andere Artefakt hat auch einen Kistenstapel, aber da ist noch irgendwie ein Stück Stoff drüber gehängt. Eine Abdeckung oder sowas. Noch ein Puzzlestück. Gut gemacht. So, dann das gleiche Startposition. Und diesmal laufen wir links rum. Wir dachten, wir hätten diesen Assassinen für immer verloren. Sein Leben liegt in deinen Händen. Finde ihn. Startposition jetzt links rum statt rechts. Und hier ist das gleiche, nur in grün. Das erste Plateau ignorieren wir, laufen wir einfach geradeaus durch. Dann um die Kurve und dann haben wir es auch geschafft. Und da ist es auch. Am Kistenstapel angebracht.
Aber diesmal hat der Kistenstapel ein Stück Stoff oder irgendwas drüber hängt. Das schauen wir uns gleich mal an. So, hier um die Kurve und ja, hier sind ganz viele Gegner. Das ist noch eine alte Spielaufnahme. Die Datei desynchronisiert. Du musst sie einsammeln, bevor sie für immer weg ist. Das sieht man an den virtuellen Assassinen. Also hier sieht man diesen Stapel Kisten und da ist eine Abdeckung drüber. Irgendein Stück Stoff oder irgendwas. Halt eine Abdeckung, damit die Gegner oder Feinde den Munitionsvorrat nicht so leicht sehen können. So, dann haben wir den Turm abgeschlossen und dann geht es weiter zu den besetzten Paris Geheimoperation 1 von 3. Wir zählen auf dich, rette unseren Agenten. Er ist irgendwo in dieser Simulation. Hier können wir uns auch sehr gut orientieren. Also es ist ein großes Quadrat, das ganze Gebiet. Es gibt einen Ausgang. Natürlich ein Portal, eine Portalseite, das sehen wir da hinten. Und es gibt halt den Startpunkt. Und wir können am Rand lang laufen. Was ich jetzt hier auch tue, um alle virtuellen Abdrücke abzuchecken, ob da eins von da ist. Hier ist so ein Wachhäuschen. Das gibt es auch zweimal. Und hier direkt am Portal rechts in der Ecke an so einem Kistenstapel ist das erste angebracht. Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. Dann gibt es ein Artefakt, was direkt vom Startpunkt aus erreichbar ist. Und eins. Wir zählen auf dich, rette unseren Agenten. Er ist irgendwo in dieser Simulation. Das ist am Wachhäuschen angebracht, aber an ein anderes. Nicht das, was wir gesehen haben. Also direkt vom Start aus checke ich hier mal ab. Hoffentlich ist da etwas Nützliches drin. An den Kisten vor den Panzern am Zaun. Die Daten stammen aus dem Fliegen der Helix. Gut gemacht. Das ist im Zwischenzaunbereich. Da ist das Artefakt angebracht. Aber wir gucken uns mal ein bisschen an. Meine ich. Puzzlestück. Gut gemacht. Also da ist das Portal. Wir sind wieder auf der Seite. Wir suchen nämlich. Jetzt das Häuschen. Und dieses Häuschen ist es nicht. Also suchen wir weiter. Ja, ich bin hier wieder hingelaufen, weil ich vermutet habe, dass hier wieder ein virtueller Abdruck in der Ecke ist. Wenn dem der Fall ist, dann würde ich das alles wieder abbrechen und neu einladen. Okay, vom Portal aus gesehen laufe ich weiter und da haben wir jetzt das zweite Wachhäuschen hier an so einer Schranke. Gegenüberliegend vom Portal, das sehen wir da hinten. Jetzt frontal sehen wir das Portal. Also vom Portal aus gesehen, direkt auf der anderen gegenüberliegenden Seite am Rand ist noch eine Schranke und ein Wachhäuschen. Und da finden wir ein Artefakt. Und jetzt holen wir uns das Artefakt direkt vom Start aus. Du hast nicht viel Zeit. Befreie den Assassinen und schnapp dir die Daten, die er gefunden hat. Und wenn du Glück hast, siehst du das auch sofort. Wie hier jetzt unten, links in der Ecke, sehen wir ein goldenes Artefakt-Symbol. Mein Adlerauge hat es schon sofort gewittert und aufgenommen. Also da
Direkt vom Start aus können wir sofort diesen Spot ablaufen. Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. So, ich selber habe das gar nicht mitbekommen. Also, das habe ich erst in dieser Videoaufnahme gesehen, dass ich da voll verpeilt langgelaufen bin. Aber erstmal räume ich hier die Gegner ab, weil mich das nervt, dass die bei der Videoaufnahme immer so zufällig irgendwie, ja, hier das Teil einsammeln, ne? Oh, nervig. So. Da haben wir es, direkt vom Startpunkt runter an der Kiste vor den Panzern, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Dann haben wir alle in der Geheimoperation erledigt und wir sind auch schon ziemlich weit vorangekommen, denn wir müssen jetzt Serverbrücke 11.3 spielen. Um die nächsten beiden Helixrisse freizuschalten. Das schauen wir uns mal in der Gesamtsynchronität an, und zwar hier Sequenz 11. Die Bastille ist eine ziemlich lange Sequenz, obwohl es nur zwei Missionen sind plus Serverbrücke. Gut, also wenn wir das gespielt haben und erledigt haben, dann finden wir die Helixrisse-Mission hier in Les Invalides, genauer gesagt in Saint-Labert. Und wir laufen dahin und rüsten uns ordentlich auf. Versuch so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden. Hier dieser Mittelalter-Schlachtfeld ist wow, ein bisschen unser Forschungsteam glücklich machen. Unübersichtlich. Also es gibt ganz viele Türme. Noch ein Puzzlestück. Gut gemacht. Wir müssen hier drei einsammeln. Wir haben von der Startposition ein Artefakt auf der linken Seite am Turm angebracht und auf der rechten Seite. Dann haben wir in der Mitte auch ganz viele Türme, die entlang verlaufen bis zum Portal. Und da ist auch eine angebrannt, angebracht. Von der Startposition aus kümmern wir uns jetzt um den rechten Turm. Den rechten am Rand. Und dann laden wir alles neu ein und... Versuch so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden. Hier sieht man das ganz gut, wie die ganzen Türme in der Mitte verlaufen. Also das Artefakt in der Mitte ist ziemlich am Ende. An einem Turm ziemlich am Ende. Aber ich muss ja eben jetzt hier bei der Artefaktsuche alle Spots absuchen, um zu sehen, ob jetzt hier auch virtuelle Abdrücke sind. Wenn ja, dann würde ich alles neu einladen und die Mission abbrechen. Das ist schwierig, auf Video aufzunehmen, sodass man vom Startpunkt direkt irgendwelche Sachen ansteuert, weil man eben alle Spots abdecken muss. Und wenn man jetzt nur den Moment rausschneidet, wo man das einsammelt, ja, ist auch ein bisschen schwierig. So, da habe ich es gefunden. Also wir haben jetzt als zweites Artefakt das am Turm in der Reihe, an der Turmreihe in der Mitte, kurz vom Portal am Ende eingesammelt. So, dann fehlt uns nur noch das auf der linken Seite vom Start am Turm. Dann müssen wir alles abschließen und neu einladen. Ausreichend Daten gesammelt, um ihn zu finden.
Das ist die oberste Priorität. So, Startposition. Mach weiter so gute Arbeit. Da, in der Position ist nichts, also kein virtueller Abdruck an dem Turm. Also. Machen wir weiter. Ich versuche die Mitte abzuchecken, um von hier aus schon mit dem Adlerauge einen virtuellen Abdruck dann zu finden. Ist aber nicht. Keine virtuellen Abdrücke. Deswegen sind wir froher Hoffnung, das letzte Gesuchte zu finden. Da ist es auch. Am Rand vom Turm. Und hier ein Blick zum Portalausgang, damit du dich orientieren kannst. Nicht weit von dieser Mauer am Portalausgang entfernt. So, dann haben wir die alle fertig und die nächste Mission, Mittelalter Steinbruch, ist wieder etwas einfacher. Versuch so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber denk dran, du musst auch noch den Assassinen finden. Es gibt zwei Bereiche, den vorderen Moment. Bereich. Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. Und wir haben alle Artefakte im vorderen Bereich und hier direkt vom Startpunkt links an der Wand finden wir das erste Artefakt. Okay, dann können wir auch weitergehen und die Mission abschließen oder resetten. Okay, dann jagen wir das zweite von vier. Moment, Entschlüsselung. Diese Daten können uns vielleicht nützlich sein. Gut gemacht. Wir brauchen so. Alle Daten, die wir finden können. Einmal abgecheckt, hier ist kein virtueller Abdruck. Dann geht es weiter. Also dieser Bereich ist ziemlich groß. Es gibt einmal den Steinbruch und als Anhang haben wir auch das Schlachtfeld. Aber es gibt kein Artefakt. Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. In dieser Mission am Schlachtfeld. Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. Dieser Bereich ist der Steinbruch und hier direkt an der Kante finden wir das erste Artefakt. Oder nee, das ist schon das zweite. So, ich sammle noch ein paar Daten ein und beende dann die Mission und starte alles neu. Wir dachten, wir hätten diesen Assassinen für immer verloren. Sein Leben liegt in deinen Händen. Finde ihn. Okay, wir müssen an gleicher Stelle wieder zurück, wo wir eben das letzte... Wow. Wird unser Forschungsteam glücklich machen. Artefakt gefunden haben. Da ist so ein... Wir brauchen alle Daten, die wir finden können. Da ist so ein kleines Plateau und... Ja, irgendwie so ein Tisch und noch so ein Typ, der den Tisch bewacht. Das sehen wir jetzt gleich. Also an der Kante einmal abchecken. Kein virtueller Abdruck da? Nee, ist nicht. Also weiter zum nächsten Spot. Hoffentlich ist da etwas Nützliches drin. Ich versuche hier nur ein bisschen den Felsen auszuweichen. Da ist so dieses Plateau. Kann man sehen. Da ist der Typ, der Dude. Und da ist auch unser Artefakt an der Wand. So, und das ist das dritte Artefakt hier im Steinbruch. Also ganz einfach zu merken, an der Startposition direkt unten an der Wand
eins ein bisschen weiter an der Felskante, eins am Plateau und eins, ja, das letzte. Je mehr Daten du sammelst, desto höher fällt deine Belohnung aus. Aber der Assassine hat oberste Priorität. Das allerletzte hier im Video. Mach weiter die gute Arbeit. Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Das Video ist gleich zu Ende. Wir haben alle Artefakte bald eingesammelt. Also hier an der Stelle, an der Startposition ist nichts. Wir laufen weiter bis zum nächsten Spot an der Felskante. Wir laufen weiter bis zur nächsten Kante am Plateau. Und laufen dann zur Brücke. Die Daten stammen aus den Tiefen der Helix. Gut gemacht. Gut, unsere Techniker werden die Daten sofort analysieren. So, hier an der Kante ist nichts, dann gehen wir weiter zum Plateau. Auch keine virtuellen Abdrücke. Hier ist auch nichts, auch der Dude ist verschwunden. Dann gehen wir weiter Richtung Brücke und wir schauen immer hinter uns an die Kante. Hinter uns an die Kante schauen und da finden wir unser letztes Artefakt. Ja, wir schließen die Mission jetzt eben ab und haben alles geschafft. Wir können jetzt in Arnos Haus reisen zum Café Theatre und ja, unsere schönen Monturen begutachten und da ist jetzt auch Arnos brandneue Alter Ehe Montur und die Schlösser sind verschwunden. Wir können das jetzt direkt ausrüsten. In unser Inventar springen. Alter Ehe Meister Assassinen Ausrüstung oder Montur anziehen. Gut. Also, du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Die Alter Ehe Montur ist die beste Alter Ehe Montur aus allen Assassin's Creed Teilen, weil Arnos hat Kurfähigkeiten, wie gemacht sind für die Montur. Die Animationen sehen gut aus. Und dann kommen wir zu den zusätzlichen Belohnungen. Und zwar haben wir das ja gesehen, maßgeschneiderter Photonen XYZ. Maßgeschneiderte Phantom-Kniehose, die nehme ich jetzt mal als Referenz. Und das schauen wir uns mal im Inventar an. Also es gibt so Attribute oder ja so vorgefertigte Stufen. Wir haben maßgeschneiderte, verbesserte, noch besser ist meisterliche. Und am allerbesten ist legendäre. Das sehen wir jetzt hier, also legendäre Kniehose, XY-Bezeichnung und eben andere Belohnungen für die Artefakte in den Helixrissen. Hier maßgeschneiderte Phantomarmschienen. An den Attribut im Namen maßgeschneidert erkennst du schon, dass das nicht ein besonders großes Ding ist, denn maßgeschneidert ist die zweite Stufe. Die erste Stufe ist handgefertigt, dann kommt maßgeschneiderte und dann kommt legendäre und meisterliche. Also maßgeschneidert ist ziemlich schlecht eigentlich sogar. Ja, verbesserte kommt noch dazwischen, meisterliche und legendäre. Also maßgeschneidert ist ziemlich schlecht und von dem her lohnt sich das eigentlich überhaupt gar nicht. Wie konnte das nur passieren? Sagai, ja, dann bedanke ich mich für das Zuschauen hier im Video und ich hoffe, dass du sehr erfolgreich deine Altair-Montur bekommen wirst. Eine gute Wahl und eine lohnende. Wir haben hiermit das Altair-Video ins Jahr 2024 gebracht. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hast du, was du brauchst? Hier ist, was ich habe. Hier gibt es viel zu stöbern.